Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und vor allen Dingen für die Frauen, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche, für den nächsten Business- und Karriereschritt oder für das, was sie gerade im Leben umtreibt, was sie gerade zu meistern haben, in Führung zu gehen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich, dass du hier zur Folge 65 vom Kommunikationstango wieder mit dabei bist. Diese Folge 65 ist eine ganz persönliche. Ich teile heute mit dir fünf Erfolgstipps, wie du eine große Herausforderung für dich stemmst, wie du eine Krise meisterst, wie du eine Situation bewältigst, die dein Leben durcheinander wirbelt, die dazu führt, dass du über viele Dinge nachdenken musst und viele Dinge in deinem Leben neu und anders angehen wirst. Ich bin gerade in so einer Situation, ich habe gerade eine solche Herausforderung, eine solche Lernaufgabe in meinem Leben, die mich dazu bringt, Dinge anders zu tun, Dinge anders zu sehen, den Fokus zu verändern, mir Zeit für mich persönlich zu nehmen und für mich auf eine Art und Weise in Führung zu gehen, die von mir persönlich sehr viel abverlangt, die zu neuem Fokus führt und die mich ganz klar zwingt, in den nächsten Wochen und Monaten mich selbst und damit eben nicht mein Business als die Nummer eins anzusehen. Was bedeutet das für dich und den Kommunikationstango? Denn ich werde auch hier den Fokus anders legen müssen, ganz klar. Mein Ziel ist es, den Kommunikationstango ab dieser Folge im zweiwöchigen Rhythmus dir zur Verfügung zu stellen. Alles andere wird sich finden. Wenn du informiert sein willst, abonniere am besten meine Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Da wirst du immer up to date, wenn auch jetzt in größeren Zeitabständen, informiert sein. Vorgenommen habe ich mir in den nächsten Monaten, um mir auch Ziele zu setzen, die Webinarreihe Frauen in Führung fortzusetzen. Das nächste Webinar ist am 14. November um 20 Uhr zu dem spannenden Thema Stark sein im Business-Konflikt, den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich freue mich, wenn du auch weiterhin den Kommunikationstango unterstützt, wenn du ihn weiterhin hörst und wenn du dich weiter von mir inspirieren und motivieren lässt, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich für dich, für das, was du willst, für jede Herausforderung in deinem Leben in Führung zu gehen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten und ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist und dass wir die nächste Zeit, die für mich eine große persönliche Herausforderung ist, durch den Kommunikationstango verbunden bleiben. Lass dich jetzt inspirieren, motivieren und informieren und dann such dir das, was für dich passt und setz um. Du weißt ja, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich wünsche dir das von Herzen.
Danke, dass du Teil meines Netzwerkes bist. Danke, dass es dich gibt. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate. Schön, dass du hier dabei bist. Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Diese Podcast-Folge 65 vom Kommunikationstango ist ganz ungeplant heute eine ganz besondere Folge. Es geht nämlich darum, wie es dir gelingt, eine große Herausforderung zu stemmen, wie es dir gelingt, durch eine Krise durchzugehen und wie es dir gelingt, aus dem Holz, aus dem du dein Leben schnitzt, etwas Gutes und Schönes zu machen, und zwar auch dann, wenn das Holz schief und krumm ist. Also wenn die Situation alles andere so ist, wie du sie dir vorgestellt hast, wie du sie dir in deinen kühnsten und schlimmsten Träumen erwartet hast, also wenn sie so eine ist, die dein Leben auf den Kopf stellt, durcheinander wirbelt, jedenfalls wenn die Situation so ist, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Ich habe in der Vergangenheit solche Situationen schon mehrfach erlebt, entweder persönlicher wie auch beruflicher Natur. Und heute kann ich dir so top oder tagesaktuell darüber berichten, denn ich bin gerade wieder in einer Herausforderung, die von mir verlangt, etwas in meinem Leben zu ändern, und nicht nur etwas, sondern eine ganze Menge. Ich will jetzt an der Stelle weniger zu den Hintergründen sagen, weil da wirst du an anderen Situationen sein, du wirst in anderen Situationen sein, du wirst in anderen Herausforderungen stecken, du wirst andere Krisen zu meistern haben als ich gerade oder in der Vergangenheit. Das Wort Krise bedeutet ja Gefahr zum einen und zum anderen auch Chance. Und diese beiden Punkte, Gefahr und Chance, werden mich jetzt so ein bisschen durch diese Podcast-Folge begleiten. Ich will dir 5 Erfolgstipps mit an die Hand geben, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, wenn ich in einer ganz besonderen Herausforderung gesteckt habe, wenn ich eine Krise durchlebt habe oder wenn ich in einer Situation war, von der ich das Gefühl hatte, dass sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und mein erster Erfolgstipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um Klarheit zu bekommen. Denn du wirst im Nachgang viele Entscheidungen treffen müssen und dafür brauchst du für dich eine innere Klarheit. Und mir ist es also in den letzten Wochen so gegangen, nachdem ich also vor die Herausforderung gestellt wurde, die für mich erstmal nicht vom Kopf her verständlich war und auch vom Inneren her sehr schwer nachvollziehbar war, dass ich alles dafür getan habe, mir persönlich so viel wie möglich Klarheit zu verschaffen und mir dafür die Zeit zu nehmen, die ich brauche. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du dir erlaubst, die Zeit zu nehmen. Wir haben in unserem Leben, wenn wir vor einer Herausforderung stehen oder in einer Herausforderung stecken oder wenn wir eine Krise meistern dürfen, dann handelt es sich selten um einen Notfall. Das heißt, ich muss jetzt gleich entscheiden, ob ich rechts oder links gehe. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern meistens erscheint es uns entweder vom Inneren her, dass wir uns innerlich Druck machen, zu einer Entscheidung zu kommen, oder dass uns von außen Druck gemacht wird, jetzt schnell zu entscheiden und die Sache nicht aufzuschieben. Und da ist so meine persönliche Erfahrung,
das Gutding Weile bekanntlich haben will und dass es hier wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um für dich wieder klar sehen zu können. Den zweiten Punkt, den ich dir mitgeben will, ist das Thema Fokus zum einen, und Fokus bedeutet auch Loslassen. Wenn du für dich die Situation geklärt hast, dann geht es ja darum, für dich herauszufinden, was ist wichtig und was ist unwichtig, was bedarf jetzt deiner Ressourcen und was können andere tun oder was kann einfach auch mal für eine Zeit lang liegen bleiben. Fokus bedeutet für mich jetzt ganz klar, für mich rauszukriegen, wo stecke ich zukünftig meine Energie hin. Und ich habe in den letzten 15 Monaten meine ganze Energie in mein Business gesteckt. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Das war mir ein persönliches Bedürfnis, ein inneres Anliegen. Ich bin die letzten 15 Monate immer im fünften oder sechsten Gang gelaufen. Ich habe 120% für mein Business gegeben und ich darf zu meiner großen Freude auch jetzt die ersten Früchte einfahren. Aber das wird es in Zukunft etwas anders sein. Von daher, fokussiere dich auf die Dinge, die wichtig sind, die sein müssen. Und das wird auch für mich eine Herausforderung sein, lerne zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht, deswegen eben Fokus, und all die Dinge, die nicht wichtig sind, erlaube dir, Nein zu sagen, erlaube dir, Dinge abzusagen, erlaube dir, die Arbeit oder das, was zu tun ist, an andere zu übergeben, zu übertragen. Erlaube dir, dich davon abzugrenzen, das ist ganz wichtig. Erlaube dir, dich in den Mittelpunkt zu stellen, deine Nummer eins zu sein, dich für dich in Führung zu gehen und zwar auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht in der Vergangenheit noch nicht getan hast. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich jetzt gezwungen bin, ausschließlich für mich in Führung zu gehen und alles andere hinten anzustellen und dass ich jetzt nochmal neu lernen darf und auch neu lernen muss, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und mich zu fokussieren, das ist das eine. Und zum anderen aber eben auch für mich, auf mich zu hören. Das ist also auch ganz wichtig, mich auf mich zu fokussieren und Dinge, die mich nicht betreffen, einfach beim anderen zu lassen. Von daher nimm dir die Zeit, um deine persönliche Klarheit zu bekommen zu deiner aktuellen Situation und dann fokussiere dich darauf, für dich in Führung zu gehen und für dich zu entscheiden, was ist jetzt für dich wichtig, wohin gehen deine Ressourcen, wo steckst du deine Energie rein, was tust du jetzt als erstes und was kommt danach. Und mein zweiter Punkt Fokus steht in einem engen Zusammenhang zu Punkt 3. Das ist nämlich das Thema Unterstützung. Unterstützung von anderen annehmen, Unterstützung von anderen zu erbitten. Das ist etwas, was ich in den vergangenen Wochen habe neu lernen dürfen, so will ich das jetzt mal formulieren. Und jede Krise ist ja auch eine Lernaufgabe. Und ich habe in den letzten 4 Wochen eine ganze Menge über mich gelernt, aber auch über mein Umfeld. Und ich war und bin immer noch überwältigt über die Unterstützung, die mir angeboten wurde. Also das zum einen,
dass Menschen auf mich zugekommen sind, zu denen ich jetzt nicht die engste Verbindung hatte und die gesagt haben, wenn es irgendwas gibt, was ich dir tun kann, was ich für dich tun kann, dann sage mir bitte Bescheid. Das ist das eine. Und zum anderen, dass du dir erlaubst, um Unterstützung zu bitten und sei es auch nur die kleinste. Das ist das zweite. Und das dritte ist, dass du für dich einfach mal überlegst, was sind Dinge beispielsweise in deinem Business, die du nicht zwangsläufig tun musst. Also ich beispielsweise habe bei der Erfolgschallenge Eigenlob stimmt, die ich ja vom 17. bis 23. Oktober gegeben habe, mir Unterstützung gesucht in Bezug auf die Bearbeitung von Videos. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe. Zum einen und zum anderen hat es meine Assistentin, die Carina, so viel besser und auch hübscher gemacht, als ich jemals den Anspruch gehabt hätte. Also nimm dir die Zeit, für dich herauszufinden, was du brauchst, und dann erlaube dir auch das nach außen zu kommunizieren. Also erlaube dir, dass andere dich unterstützen. Du bist hier nicht alleine auf der Welt und du musst nicht alles für dich alleine stemmen. Und erlaube dir, das, was andere dir anbieten, anzunehmen zum einen, und wenn es zu viel wird oder wenn du dessen gerade nicht bedarfst, auch ganz frei zu sagen, ich danke dir für deine Unterstützung, aber das brauche ich gerade im Moment nicht. Der vierte Tipp, den ich dir mitgebe, ist einer, der mir so konkret eine Freundin aus einem Netzwerk gesagt hat, nämlich es ist wichtig, wenn du in einer Krisensituation steckst, die dich zeitlich eine ganze Menge in Anspruch nehmen wirst, dass du dir Ziele steckst, dass du dir Highlights schaffst und dass du dir ausmalst, wie es sein wird, wenn dieser Prozess vorbei ist. Und das ist etwas, was mir im Moment eine richtige Herausforderung ist, weil ich ja jetzt gerade so drin stecke, dass ich denke, jetzt beschäftige ich mich mit dem Aktuellen, jetzt setze ich mich mit der Tagespolitik auseinander, jetzt mache ich gerade die ersten Schritte im Prozess, der mich doch eine ganze Weile begleiten wird, und ich habe schon für so Zwischenhighlights gesorgt, aber es gibt ja viele Dinge, auf die ich jetzt aktuell noch nicht beeinflussen kann. Und dennoch ist ja absehbar, wann der Prozess zu Ende ist. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir dann persönliche Höhepunkte schaffst, dass du die für dich kreierst, dass du dir sozusagen dich dafür belohnst, dass du durch diese Herausforderung durchgegangen bist, dass du die Krise durchgestanden hast. Und wenn du im Moment gerade in so einer Situation steckst, wo du das Gefühl hast, ne, es ist alles anders als vorher, du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, von denen du vorher nie auch nur ansatzweise daran gedacht hast, da ist es ganz wichtig, dass du für dich dir einen Kalender kaufst und sozusagen einen Zeitraum fixierst, der nach dem Prozess ist, nach der Krise, und dass du dir da Dinge aufschreibst, die du dann tust, um dich dafür zu belohnen, dass du durchgegangen bist. Und da denke ich gerade noch drüber nach, was das sein könnte, was ich dann mache, wenn es vorbei ist. Und den letzten Punkt, den ich dir noch mitgeben will, ist einer, der mir kurzzeitig abhanden gekommen war, aber ein Gedanke, der mich durch die letzten Monate auch getragen hat, ne? Also durch den ich
hatte oder der mich durch den Start meiner Selbstständigkeit getragen hat und auch dadurch die ein oder andere größere Herausforderung ist, nämlich das Vertrauen darauf oder darin, dass es gut ausgeht, ne? Dass es sich gelohnt hat, diese Lernerfahrung zu machen, auch wenn ich mir die nicht im Entferntesten vom Universum gewünscht habe oder von wem auch immer und auch wenn ich die niemanden wünsche. Und dieses Gefühl, diese innere Stärke, dass es gut ausgeht, das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, was elementar wichtig ist und was dir auch so die Kraft gibt, das Ganze durchzustehen. Und auch wenn ich jetzt noch keine Ziele habe für die Zeit danach, jedenfalls noch nicht konkreter Natur, nur so kleine Punkte für zwischendurch, habe ich doch nach einigen schlaflosen Nächten dieses Urvertrauen wiedergefunden, dass es sich ausgeht. Und das ist etwas, was ich dir wünsche, dass du das so viel wie möglich in dir hast, darauf zu vertrauen, dass es gut auch ausgeht, auch wenn es anders kommt, als du es dir vorgestellt hast. John Lennon hat ja mal gesagt, das Leben ist das, was dir passiert, während du andere Pläne hast. Und so ist es jetzt auch bei mir. Ne? Ich habe andere Pläne gehabt und da ist gerade aktuell das Leben mit dieser Herausforderung dazwischen gekommen und jetzt geht es erstmal darum. Von daher, ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dein Leben aus dem Holz zu schnitzen, was du hast, auch wenn es krumm ist oder auch wenn es mal so ist, wie du es dir nicht gewünscht hast, aber wie es so einfach ist. Und wenn ich dich in der Hinsicht unterstützen kann, dann komme sehr, sehr gern auf mich zu. Es wird sich bei mir jetzt in den nächsten Monaten im Business einiges ändern. Was ich aber auf jeden Fall beibehalten werde, ist die Möglichkeit, mit mir ein Strategiegespräch zu führen, wo wir einfach schauen, wo du hin willst, was du vorhast, was du brauchst und wie ich dich unterstützen kann. Komm einfach auf mich zu. Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Du kannst deinen Wunschtermin dir aufsuchen unter www.anja-schäfer.eu/strategie. Und noch einen Gedanken möchte ich dir zum Schluss mitgeben, nämlich den Spruch von Nietzsche, der hier bei mir ganz groß an der Wand hängt und den ich mir vorgenommen habe, in den nächsten Wochen und Monaten, auch wenn ich noch nicht weiß, wie, wieder mehr umzusetzen, der lautet, man muss das Leben tanzen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir neue Impulse geben können, die dir Lust machen, das eine oder andere für dich in einer herausfordernden Situation, in einer Krise, in einer Situation, wo du das Gefühl hast, dass es dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, das für dich auszuprobieren und ganz klar für dich in Führung zu gehen. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat. Den Kommentar hinterlasse sehr gern unter www.anja-schäfer.eu/Folge65 oder schreib mir eine E-Mail an info@anja-schäfer.eu. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du Teil meines Netzwerkes bist. Und wenn dir diese Folge oder der Kommunikationstango empfiehlt, dann empfehle ihn sehr gerne deinen
Netzwerk, deine Netzwerken weiter. Like die Folgen vom Kommunikationstango auf Facebook. Gib mir eine Rezension bei iTunes oder eine 5-Sterne-Bewertung. Egal. Lass mich wissen, dass er dir gefällt. Das wäre großartig. Du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann, ist der Satz, der mich durch 65 Kommunikationstango-Folgen begleitet hat und der dich und mich auch weiter begleiten wird und der uns beide durch herausfordernde Situationen bringt. Du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal, dann in 2 Wochen.